Jo Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Erstmal ganz kurz, wie ihr seht, ich habe den Screenscreen wieder aufgebaut. Damit sollte die Facecam-Kulisse normal aussehen. Also so, wie ihr das quasi gewohnt seid. Und die Facecam zoomt aus dem Glück nicht mehr ran. Ja, worum soll es gehen hier in dem kleinen Infovideo? Es ist kein Infovideo, in dem Video, ihr habt es vielleicht schon gelesen. Nintendo hat die Super Nintendo Entertainment System, also das SNES Classic Mini, angekündigt. Wie ich finde, schon vorhersehbar, dass die das ankündigen. Denn das NES Classic Mini war ja ein grandioser Hit. Trotzdem finde ich das cool und ich werde mir das Gerät definitiv holen. Wir werden uns mal die Website anschauen, schauen, was Nintendo zum Gerät verrät. Und dann werde ich doch meine Meinung sagen, wie ich das finde. Und so weiter. So, jetzt gehen wir aber erstmal drauf auf die Website. Und da sehen wir das Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System. Versetze dich zurück in die 90er und erlebe einen zeitlosen Klassiker neu. Mit dem Nintendo Classic Mini Super, mit dem Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System, das am 29. September in Europa erscheint. Das heißt, es erscheint, jetzt haben wir gerade Juni, Juli, August, September, in 3 Monaten, wenn mich nicht alles täuscht. Also es erscheint September, doch so ein Rest näher, wie ich es jetzt so dachte, weil ich dachte, es erscheint, wenn erst irgendwie November, Dezember, aber nein, es tut im September erscheinen und damit sogar vor Super Mario Odyssey. Okay, Nintendo, das ist interessant, ne? So. Die Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System enthält allerdings nur 21 Spiele, statt wie bei der NES Classic Mini 30. Das kann ich erstmal gestern zeigen. Wartet ganz kurz, ich habe die Verpackung sogar noch da. Ja, das ist die Verpackung von der NES Classic Mini und da ist dann halt, wie wir hier sehen können, 30 vorinstallierte Games, 30 Stück, während wir jetzt bei der SNES Classic Mini eben nur 21 haben. Weshalb 21? Es sind streng genommen nur 20. Eins ist aber ein ganz besonderes Spiel, dazu sage ich aber gleich mehr. Also das finde ich mal nicht so toll. Ich hoffe, dass man das irgendwie durch ein Patch oder so wieder erweitern kann. Wie es bei der NES Classic Mini der Fall war, dass man die auch hochmotzen konnte auf mehr Spiele. Habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht, werde es aber definitiv jetzt bei Zeit machen. Werde das auch in ein Video bringen und hochladen, wie man seine NES Classic Mini, wenn man denn eine hat, wie man da eben alle möglichen ROMs drauf bekommt. Wenn das mit der SNES Classic Mini auch geht, super schön, beschweren es nicht. Wenn es nicht geht, was ich mir vorstellen könnte, weil Nintendo das ja nicht so mag unbedingt, ja gut, ist ein bisschen blöd, aber okay, muss man akzeptieren, ne? Letztlich, so, jetzt für das laute Gesepper, muss man das halt akzeptieren, so wie es ist. Jetzt denke ich, war das Mikro auch besser. Ja, und das wird man wieder per HDMI-Kabel an alle möglichen Fernseher anschließen können. Das ist, denke ich, mal ganz gut so. Oder etwa nicht, ne? So. Zum ersten Mal können, und das ist nämlich neu und das ist cool, können Spieler, die sich das System zulegen, das intergalaktische Abenteuer Star Fox 2 erleben. Dabei handelt es sich um den Nachfolger von Star Fox, das in Europa unter dem Titel Starwing bekannt war. Der Titel wurde zu Zeiten des Super NES entwickelt, aber bisher noch nie veröffentlicht. Damit haben wir einen Titel, der zu NES-Zeiten entwickelt wurde, aber nie veröffentlicht wurde, die Nintendo jetzt veröffentlicht. Das ist ja cool, ne? Und der Titel, glaube ich, der ist richtig nice. Den werden wir definitiv auch spielen. Das heißt, wir haben im ganzen System schon mal einen vollwertigen neuen SNES-Titel. Das ist doch cool, ne? So, das Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System sieht genauso aus wie die ursprüngliche Konsole, ist allerdings etwas kleiner.
Ja gut, etwas kleiner interessant, ne, weil die NES Classic Mini war schon deutlich kleiner. Und das wird vermutlich auch dieselbe Größe haben. Das Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System sieht genauso aus wie die Konsole, ist allerdings kleiner, bla bla bla. Und es kommen eben 21 Spiele mit. Und diese 21 Spiele schauen wir uns jetzt mal an. Das erste ist Contra 3 The Alien Wars. Wir schauen uns einfach jeden mal einen Trailer an, bei dem es welchen gibt. Oh, es braucht dafür Adobe Flash. Habe ich nicht Adobe Flash Player? Schauen wir nicht. Dann laden wir es jetzt gesehen herunter. Und dann schauen wir uns die Trailer an. Ja, weil es neuer PC, da tue ich noch nicht so oft irgendwie Videos schauen. Weshalb ist, also schon YouTube oder so, aber da braucht man ja kein Adobe Flash Player. So. Dann installieren wir den Event. Die Installation von Updates ist Adobe so lassen, mich benachrichtigen, wenn noch Updates da kommen. Jetzt hier noch McAfee und Tsuki, die ganzen Intel-Programme, wobei ich die dann nachher wieder runterschmeißen werde und nur Adobe Plus. Also meine Sprechkünste heute, ey, wieder erste Sahne. So, McAfee tue ich gleich deinstallieren. Dasselbe gilt für Tsuki bei Intel Security, was ist auch downloadet. Ich kann ja mal finden bei OBS zu anderen Szene wechseln. Hier, dann könnt ihr nämlich sehen, es hat hier die Programme jetzt hier installiert. Und jetzt möchte ich aber hier dieses McAfee. Ah, deinstallieren kommt jetzt und gleich, das ist sehr schön. Als ob die es nicht geahnt hätten, dass man sowas wieder deinstallieren möchte. Naja, mach es gleich. So, dann geht's mal weiter. Da war mal. So, nachdem wir das installiert haben, sollten wir jetzt hierfür auch den Trailer anschauen können. Dann müsste das jetzt eigentlich funktionieren, ne? Wenn es ja mal. Ich hab doch Flash Player, oder muss jetzt Firefox hier irgendwie neu starten? So, probieren wir es jetzt nur nochmal. Mit der Hoffnung, dass das jetzt klappt. Sollen wir uns immer noch zu dem Spiel hier den Trailer anschauen? Wenn es nicht geht, dann suche ich mir den Trailer auf YouTube jetzt hat. So. Ihr hört das auch, hoffentlich. Aber ihr seht es nicht. Dann kann man es da nun klein machen. Hilft nix. Glaube, ich sollte es lieber auf YouTube suchen, die Trailer das macht. Mehr Sinn. Ja gut, das Logik hätte ich auch mal davor legen können, ich weiß. So. Da. Trailer. So, da haben wir einen Trailer, ja, das sieht man ja. So ist wer. Also das Spiel erscheint eben, ist auch eins von den Spielen, die auf der NES Classic Mini erscheinen. Und NES Classic Mini erscheinen, sorry. Und ich bin sehr gespannt. Das kann ich jetzt nämlich zum Beispiel mal noch nicht, das Spiel. Und weiß dementsprechend auch noch nicht, was mich jetzt erwartet. Positiv bzw. sogar negativ. Aber naja, auch neue Titel lernt man mal kennen. Kann ich die anschauen und kann man sich damit eben zurechtfinden. Also sorry, man deutet es heute richtig bell, aber ich bin aktuell total unter Stress und alles. Ich hab deshalb, ja, also bitte nicht rumsimpfen, wenn das hier das Video leicht und professionell wirkt, aber ich wollte es jetzt unbedingt ans Bringen. Das sieht gut aus hier. So, also, was haben wir denn als nächstes Game? Wir haben Donkey Kong Country, das kennen wir natürlich. Ich meine, wer kennt nicht Donkey Kong Country? Das Originale fürs SNES, nicht Game Boy Advance.
Dürfte das Original kommen, oder? Nicht Count Returns. Donkey Kong Country damals. So. Ja, das Spiel lebt es Liebe ist eh brutalst. Das Original Donkey Kong Country. Also da könnt ihr es auf jeden Fall bei Side auf ein Display einstellen. Und da freuen wir uns auch so richtig krass drauf, das einfach mal zu so spielen und zu sehen, was mich da erwarten wird. Weil das wird, glaube ich, oder war, weil es ist ja so eine Szene, war ein echt geiles Spiel, auf das es mich auch wirklich freut, es selbst dann spielen zu können. Oh, das ist ja 8-Bit-Soundtrack. Das in dieser Soundtrack, der das Spiel einfach unvergessen, einzigartig und geil macht irgendwie, ne? Und ja, es hat diese Retro-Games haben es einfach in sich, ne? Die sind richtig cool, machen Spaß und alles, also so, sehr schön. Also, freut mich. So, Earthbound. Weiß nicht, kann man kennen. Muss man es kennen. Gehört habe ich davon schon. Gespielt noch nicht. Das dürfte das sein, oder? Nee. Ja doch, das habe ich schon gespielt. Oder doch. Ich glaube, ich habe es vielleicht sogar schon gespielt. Ich habe keine Ahnung. Werden es gleich sehen. Vielleicht verwechselt es das auch gerade mit irgendeinem Spiel. Aber ich glaube, das ist doch nicht die SNES-Version, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja doch, ne, ist natürlich, das kennen wir schon, alles so, aber ich habe noch nie gespielt. Aber geil ist, dass dabei ist. Weil das ist auch ein cooles Spiel, glaube ich. Hab zumindest schon viel Positives über das Game gehört und glaubt dementsprechend zu Rest, dass das es gut werden könnte. Also beziehungsweise gut war, ne? Aber ich habe selbst noch nie gespielt, aber es könnte dann Spaß machen, wenn ich es denn mal selbst spielen würde, ne? Muss halt nur auch erstmal machen. So. Da. Weil ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das der SNES-Teil war, der Original oder das ein anderer. Aber es dient ja nur ein bisschen, um das Gameplay zu zeigen. Und ich denke mal, das macht hier Trailer familiär und gut. Ja, das zum Earthbound. Als nächstes haben wir Final Fantasy 3. Final Fantasy 1 und 2 waren, soviel ich weiß, schon auf der NES vertreten. Wenn mich nicht alles täuscht. Final Fantasy 3 kommt jetzt. Achso, und das ist nie als DLC oder sowas erschienen. Das heißt, vielleicht findet mir davon einen alten Trailer damals für SNES. Ich habe keine Ahnung. Weil. Es sieht aus, lässt aus, dass die hier von. Das könnte uns mal anschauen. Das ist Final Fantasy 3. Erst ein ich glaube, es ist auch kein Trailer. Aber vielleicht auch schon. Vielleicht auch ein selbstgemachter Trailer. Aber es geht mir nur darum, dass wir ein bisschen Final Fantasy 3 Gameplay halt in erster Linie zeigen. Wobei es mich mit der Final Fantasy 3 eh noch nicht so bisher bis bisschen damit. Bisschen. Damit beschäftigt mit Fire Emblem Heroes, aber nicht, also mit der Mobile App Liga, aber sonst nicht wirklich viel. Ist einfach nicht so meine Reihe, deshalb ja,
es erscheint auf jeden Fall auf der Konsole, das wird die Fans der Reihe auch definitiv freuen, aber ich bin nicht einer, der sagt wieder, ha, das braucht man unbedingt, ne? So, soviel zu Final Fantasy 3. F-Zero, das ist natürlich geil, dass das erscheint. Das habe ich mir auch noch nie gespielt, kenne ich aber von Fire ist tatsächlich auch. Das dürfte hier sein. Peggy 7. Ja. Ah, das sind die Töne. Ah, oh, so geil. Also dieses Game feier ich wirklich. Weil F-Zero ist eines der vermutlich geilsten Games, geilsten Rennspiele, wie ich finde, die im Assassinen sind. Allein von diesem Elektro-Soundtrack her habe ich mich jetzt direkt in das Spiel verliebt, so ungefähr. Also das ist richtig, richtig geil. Das werde ich auf jeden Fall auch suchten, sobald die Konsole das heilt, weil das hat's ist einfach wert, das Game. Ich meine, schaut das mal an. Das ist cool. Also, F-Zero kann man definitiv nochmal drauf freuen. Das habe ich jetzt geöffnet. Nein, nicht UK öffnen. Muss es mir später unbedingt wieder deinstallieren. So. Kirby Superstar. Kenne ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt erstmal gespannt, was das für eins ist. SNES-Titel, also von denen habe ich noch nie was gehört. Bin aber gespannt, was sie da zeigen. Weil Kirby mag ich es eigentlich sehr gern. Ja, aber das ist ja noch nicht sehr klassisch. Hat's vom Soundtrack ist gerade eher so wie Mario Kart an. Okay, das ist quasi so ziemlich so die ersten klassischen 2D-Kirby-Spiele. Ich glaube, sagt Kirby Scream Nation auf NES, aber das war so das erste so farbige, sag ich mal. Oh, hier, auch das ist geil, und auch auf sowas freut mich zu spielen. Richtig geil wäre, fällt mir gerade nur so ein. Wäre so Game Boy Color oder sowas, ein Remake davon, mit HDMI-Anschluss, Alter. Wie geil wäre das, wenn die das irgendwie bekommen würden. Game Boy-Spiele zum Aufnehmen. Ah, das wäre geil. Ja, aber Kirby-Spiel, auch cool. So, kann man es auch definitiv drauf freuen. Freue ich mich auch drauf, weil ich mag Kirby nochmal. Noch ein Kirby ist drauf, nämlich Kirby Streamland Curse. Das kennt man natürlich, also ich kenne zumindest. Ich glaube, das kennt man eher als Kirby Superstar. Das erste so richtige Streamland Kirby. Das ist geil und auf das freue ich mich auch definitiv. Und immer dieser unterschiedliche Soundtrack, ne? Ja. Ui, das sind nämlich bis zum Monkey Ball, ne? Wenn man da irgendwie so entlang kugeln muss, ohne runterzufallen. Monkey Ball macht auch sehr viel Spaß. Habe es auch, hier. Passt da nicht ganz dazu, aber, ja, wenn ihr sehen könnt, Monkey Ball. Ganz links. Geiles Spiel. So. Halt. Wir wollten uns nicht den Gameboy anschauen, sondern The Legend of Zelda Link to the Past, das kennen wir alle, hoffe ich. Und das kommt auch und darauf freue ich mich so richtig, weil ich bin der Zelda-Fan. Und dann kann ich, habe Link to the Past natürlich schon gespielt auf Emu und so weiter, aber das ist halt schon richtig geil, da ist dann wirklich die richtige offizielle SNES, was man haben kann. Also nicht die originale, aber halt ja, offizielle und das ist cool. Da 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 da
Das ist revolutionär. Kommt hier im Trailer natürlich nicht, aber ja, das Spiel ist definitiv geil und darauf freuen wir uns. Das ist auch wirklich auf der SNES. Es gibt so viele wirklich so Hits damals, wo ich sage, ey, für die lohnt sich die Konsole einfach zu kaufen, ne? Mehr als bei der NES. Da man auch, wenn man hier hinten drauf schaut, so ein geiles Spiel dabei. Ob man könnte sich ja noch mehr downloaden, über einen halb bis gar nicht legalen Weg, aber man konnte es, ne? Ich hoffe, dass das ja auch wieder geht, aber auch wenn nicht, sind die zwar 20 nur wenig Spiele, aber davor sind halt auch richtig, richtig geile dabei, für die sich das Ganze einfach doch lohnt. So, ich möchte das Ganze auch nicht viel länger in die Länge ziehen, weshalb ich das mit Trailern, was hat mal, wie viel haben wir noch vor uns, das jetzt relativ bisschen schneller durchgehe und den Trailern das Ganze anschaue, weil das dauert sonst ja alles ewig und 3 Jahre, bis man hier vorankommt. Das ich natürlich vergessen habe, den Trailer einzugeben. Da mein Trailer, der Game ist zum Teil vor 4 Jahren oder so, sind die Games bei der auf der Viewer-Szene kaum zu glauben. Aber das ist ein Mega Man. Also, das mit Gamepad bitte jetzt nicht so ernst nehmen, ne, weil das kommt natürlich nicht bei der SNES Classic Mini. Ist klar, das spielt man einfach mit dem normalen Controller und sieht das halt auf dem Bildschirm. Die wollten jetzt einmal das Gamepad-Feature zeigen und haben deshalb quasi das Gamepad genommen, weil das ist ja, wer eine View hat, weiß, dass das vom ob Gamepad oder ob Gamepad oder Fernseher, das ist eigentlich fast egal, weil man auf beiden dasselbe sieht. Wisst ihr, was ich meine? So, dann hatten wir Secret of Mana, sagte mir gar nichts. Gibt es auch hier nicht mal einen Trailer? Mal schauen, ob man hier dazu irgendwas findet. Vielleicht ist das, ich habe keine Ahnung. Okay, Grafik, also das Grafik ist immer geil. Also von dem Spiel kann ich mir gar nichts vorstellen. Lass mich überraschen. Wenn das vom Spiel ist, dann es sieht ein bisschen so wie Pokémon aus, ne? Also keine Ahnung. Also das Spiel kann ich nicht, da kann ich mir auch nicht wirklich was drunter unbedingt vorstellen. Lass mich überraschen, was das für ein Spiel ist, aber es gibt es auf jeden Fall auch auf der SNES Classic Mini. Dabei lassen wir es mit dem Spiel. So, Star Fox, dazu kann man noch nichts sagen. Star Fox 2. Also, beziehungsweise das Star Fox zu SNES kann man schon was sagen, haben die weshalb auch immer nur noch nicht verlinkt. SNES. Da haben wir auch noch Gameplay für Star Fox SNES. Aber jetzt haben wir uns die ganz kurze Gameplay-Szene zu dem Spiel an, weil es halt dazu keine Trailer gibt. Und da nimmt man das Bestmögliche. Und dies ist in dem Fall halt eben Trailer. Ich meine, ich wollte generell, wenn wir solche Spiele wie Battle Star Fox oder sonst was spielen, das ist, weil die sind ja in anderen Formaten, das sind immer die Balken. Man die auch selbst sehen kann, die schwarzen Balken. Wollt ihr, dass ich, wenn wir so das Spiel immer als Let's Play machen, ich die schwarzen Balken rausmache, indem man zum Beispiel Bilder links und rechts hin tust auf den schwarzen Balken, oder wollt ihr, dass das Bild quasi so scratche, sodass das wieder im klassischen Breitbildformat ist? Ich konnte erst mal überlegen. So, und dann ist man hier eben drin. Ne, sieht man die Anleitung. Dann kann man Games spielen, Training. Ich habe ein bisschen vielleicht schon so aus Star Fox Zero. War letztens so eine Art Remake, eher vom ersten Teil. War eher so Star Fox Schleiß. So. Ich glaube, das war eher Remake zum 81 Teil, ne? Ja, gut. Ne, aber wie gesagt, schaut euch das Spiel selbst an. Wenn ihr die Konsole habt, oder wenn wir spielen, müsst jetzt nicht so lange Gameplay-Trailer sein. Star Fox 2 ist näher ziehen, kann man nicht viel dazu sagen. Ja, Street Fighter. Definitiv. Ist ja jetzt erst Street Fighter. Gott, was waren das? Irgendwas. Street Fighter. Nintendo. Ist jetzt ja erst wieder erschienen. Street Fighter von Nintendo Switch. Hier. Ultra Street Fighter 2. Highlight, Final Silence, das war's. Geiles Spiel definitiv für die Switch.
Habe es mir noch nicht geholt, mache es aber vielleicht mal irgendwann. Jetzt wollte ich das Geld halt erstmal aufbewahren, aber jetzt haben wir uns erstmal den Street Fighter 2 Turbo Hype SNES Trailer an. Und von dem Spiel war das dann natürlich übrigens das Remake, by the way. Also Gameplay wieder rausblenden, aber von dem Spiel war das Remake tatsächlich. Dieses Street Fighter 2 Final Challenges für die Switch war ein Remake von unter anderem diesem originalen Street Fighter Spiel, was wir spielen können. Und das ist doch schon cool, ne? Weil wir uns dann eben auch den ganzen originalen Titeln zuwenden können. Und das ist eine Sache, die ich sehr cool finde, dass dir geht. So, soweit zu dem. Denn die mussten irgendwie durchkommen. Dann haben wir noch Super Castlevania 4. Okay. Castlevania kennen wir vielleicht, oder kennen wir tatsächlich schon, glaube ich, von der NES Classic Mini. Schauen wir uns das mal an, während wir uns hier den Trailer anschauen. Aber ich glaube, das kennen wir schon aus der NES Classic Mini. Oder? Ja. Ist sogar auf der Rückseite so drauf bei den 1, 2, 3, 4 von denen. Selbst Spiele auf der Rückseite drauf sind, ist hier Castlevania. Kann man die mal entsprechend schon, und das ist eben das Remake, was hier als Wii U DLC erschienen ist, aber eben auch für die S oder eben auch auf die SNES Classic Mini kommt. Ah, das Soundtrack, die Soundtracks sind immer so cool. So, soweit zu Ultra, so also Castlevania 2. Super Golden and Ghosts, das kenne ich jetzt nicht. Keine Ahnung, was das ist, werden wir gleich sehen. Bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Alles klar, das ist so Zombie-Apokalypse oder was? Aber es sieht eigentlich geil aus, Halloween-Style-mäßig. Ey, das könnte ein geiles Halloween-Spiel sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, das nächste Jahr mit Slender oder so, das ist einfach ein Halloween zu spielen. So Halloween-Livestream zu machen am 31. Oktober und dann schön das Spiel zu spielen. So hobbylos wie wir sind, machen immer nur Livestreams, auch so solchen Sachen, auch an Halloween oder so. Aber doch, das, ich glaube, es ist ein Halloween-Spiel. Sehr interessant. Frauen ganz drauf, wenn wir spielen können, ne? Super Mario Kart, natürlich, ein Meilenstein, der erste Titel der Serie. Allein dafür würde ich mir das Ding holen, möge es kosten, was es wolle. Denn dieses Spiel habe ich noch nie gespielt und ist so revolutionär. Und hier haben wir so Original-Trailer. Ja, lol. Wie geil ist denn das? Ja, cool, das war mal ein bisschen andere Trailer dann. Aber ja, Mario Kart NES, SNES ist natürlich ein Klassiker. Richtig cool. Super Mario APC, Legend of the Seven Stars, auch das ist ein cooles Spiel. Kann man auch kennen, wenn man Mario APC. Aber zuerst kommt Trailer. So. Aber ja, ein Trailer von Trailer, ne, der Logik. Ja, wie es schon klassisch ein Super Mario Spiel gehört, wird Pizza wieder von Bowser entführt und das Ganze wird halt in RPG-Style verpackt, wie wir es jetzt da bei den Pokémons haben. Ob das eher so ein Fanmade-Trailer kann das sein, ich habe keine Ahnung. Aber kann durchaus ein guter sein. So. Lass uns überraschen, wie das Spiel wird. Also lass uns überraschen.
Und was haben wir denn noch an Spielen? Super Mario World, das kennt man natürlich. Wer das nicht kennt, bei dem ist uns sehr viel, sehr viel schief gelaufen. Das besitzt es sogar, weil es so ein geiles Spiel ist, auch auf der Wii U. Wer hätte es gedacht? Außer haben wir uns jetzt auch mal Trailer an. Und ich glaube, das konnte auch ein Originaler sein. Jo, ein Originaler. Die mag ich am liebsten. Ja, das war der Trailer. Originale, bevorzugterweise. Hier haben wir nochmal den. Ne, ja, super mal. Hier haben wir nochmal den DLC-Trailer. Also das Spiel kennt man natürlich, ne? Das ist meine Scheuer. Wer das nicht kennt, die läuft halt erst irgendwie das Hals, ne? Und das ist geil. Was man eher nicht kennt und ich bis jetzt auch nicht kannte, ist Super Mario World 2. Das ist Island. Und das sind es selbst. Jetzt mal, ob wir dazu was finden. Aber das sagte bis jetzt noch gar nichts, das Spiel. Oh, da gibt es sogar einen Original-Trailer. Da bin ich mal gespannt. Is back in action on your Super NES. Yoshi is the focus of this awesome 16-meg game. Ah, also da ist Yoshi quasi im Fokus. Super Mario World 2, Yoshi's Island. The twin Mario babies were being delivered by Stork when they were ambushed, and one of them was kidnapped by the terrible K-Mac from the Koopa Kingdom. But baby Mario fell to Yoshi's Island and landed right on Yoshi's back. Now it's up to the Yoshis to Ah, das ist quasi eine Art Vorgänger vom Yoshi's Island. Interessant, weil das ist, glaube ich, schon definitiv auch cool, so einen Vorgänger von Yoshi's Island zu haben, ne? Ja, Great Anniversons. Island. Also, ganz cool. Das Spiel, glaube ich, ist, glaube ich, echt cool. Bin jetzt mal sehr gespannt, weil ich habe das noch nie gespielt. Kann man mal gespannt sein. Da hat man auch Super Metroid, das kennt man natürlich. Ja, hoffentlich, denke ich mal, auch. Auch von Originalen her. Und gerade weil jetzt ein neues Metroid erscheint, wie der Original-Trailer. Und gerade weil jetzt ein neues Metroid erscheint, für Switch, Super Metroid, Metroid Prime 4, sind wir uns dementsprechend extra froh, dass wir das hier auf der SNES haben, weil es ist halt schon geil irgendwie. Ja, kann man schon frei bei uns. Soundtrack und Grafik auch mal wieder super, by the way. Das ist ja klar. Dann haben wir noch Super Punch Out and that's it. Und dann durften wir die 26 durchhaben. Die nur 21 sind, aber was heißt drauf? Das war mal wieder Original-Trailer, also Punch-Out kennen wir auch, ne? Ich meine, wer kennt keinen Punch-Out? Sorry, aber es ist erst so, wer kennt kein Punch-Out? Das wäre schon sehr schlecht. So. Also, dann so Punch-Out. Ja, das sollte ein Spiel gewesen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 17, 18, 29, 21, sind 21 Spiele. Das sind die Spiele, die kommen werden. Dann steht hier noch das Nintendo Classic Mini, Super Nintendo Entertainment System. Ich nenne es ab jetzt immer SNES Classic Mini. Das ist mir deutlich kürzer als den langen Namen zu sagen. Kommt im Paket mit einem HDMI-Kabel, einem USB-Strobel. Strobel. Was ist ein USB-Strobel? Kann mir das bitte jemand sagen? Danke. Und zwei mit Kabel gebundenen Super NES Classic Controllern. Das ist gut, das ist sehr gut. Es kommen zwei Controller, das heißt, man muss keinen Controller irgendwie extra kaufen und hat am Ende des Tests den dann irgendwie nicht mal sogar wissen oder weiß der Geier was. Hier sind einfach zwei schon dabei und das ist definitiv lobenswert.
zu den Spielern, zu den Spielen mit mehr Spielerfunktionen gehört, unter anderem Street Fighter 2, Super Mario Kart und so weiter und so fort. Und das Nintendo Super Nintendo Entertainment System Classic Mini erscheint am 29. September in Europa. Aber ein hauseigenes Stacker-Netz wird benötigt, um das System zu verwenden. Dies ist in der Packung mal wieder nicht enthalten. Also Nintendo, letztes Teil mal wieder nicht dabei. Und wenn wir jetzt noch suchen nach Super Super SNES Classic Mini, sollte man irgendwo auch ein Bild von der Verpackung sehen, glaube ich. Bei dir wurde auch gepostet. Und da mal die Deutsche. Ich glaube, so wird das dann mal aussehen. Schauen wir mal, ob ich irgendwo eine bessere Verpackung finde. Die sind alle so klein irgendwie. Ja, mal eine größere, sehr schön. Das war die Verpackung, die Nintendo of America gezeigt hat. Ich glaube, das ist auch die amerikanische. Da sieht das halt ein bisschen, naja, finde ich, sieht das nicht so schön aus. Muss ich sagen. Und das sind die Deutsche so sein, die, wie ich finde, deutlich schöner aussieht. Aber schön, dass wir das irgendwie leider nicht vergrößern können. Naja, das ist jedenfalls die amerikanische, das hier ist die deutsche, die wir, wie gesagt, aber nicht vergrößern können. Weil das mal nicht geht, ist auch egal, wir sehen sie trotzdem, deutsche, amerikanische. Na, wieder viel mehr drauf als hier, aber mal. Ja, das ist 20 plus 1 Games, da waren es eben 30. Ja, schon cool irgendwie, ne? Freuen wir uns definitiv drauf, ich würde das raten, sobald man es vorbestellen kann, Leute. Wirklich, bestellt es vor, sobald es geht, denn sonst erwischt ihr es nun, ist es ausverkauft, weiß der Geier was, ne? Also das Tipp, stellt es vor. Ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich darauf. Ich werde es mir schon mal Release-Tage auf jeden Fall holen. Könnt es aus dem Release-Stream freuen, Unboxing, vielleicht auf Vlog, wie ich das hole, muss es hauen. Sonst kommt irgendwann diese oder nächste Woche auch nochmal ein Vlog, muss es hauen mit einem Freund. Dann also muss es auch hauen wegen Videos. Es geht auf jeden Fall demnächst wieder weiter. Ganz normal. Das soll es aber von dem Video gewesen sein, Leute. Ich hoffe, freut euch auch aufs SNES Classic Mini. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.